Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin neuer Blaupuchs und ich begrüße euch wieder ganz rechtlich zurück. Recht herzlich, so heißt das. Zurück zum Autobahn-Polizeisimulator 3. Ihr seht, ich bin körperlich einfach schon am Ende. Es ist kaum noch auszuhalten. Ich nehme mal noch mal einen großen Schluck Kaffee und dann wird das schon. So, ich habe gerade noch mal ein bisschen gegoogelt wegen unseren Missionen. Wir haben hier einmal die Mission: Überprüfe in der Abendschicht stehengebliebene Fahrzeuge. Wir haben kein stehengebliebenes Fahrzeug gesehen in 20 Minuten, deswegen kaufe ich das jetzt. Ich habe auch nichts gefunden im Internet dazu, insofern verschissen. Dann habe ich geschaut wegen den Donuts. Da habe ich nur was zum Autobahn-Polizeisimulator 2 gefunden. Bringt uns also auch nichts, hilft nichts, kaufe ich jetzt einfach. Nützt ja nichts. Und jetzt sollen wir noch einen kleinen Unfall in der Nachtschicht abschließen. Das sollten wir ja hinkriegen, da gehen wir ins Hauptmenü. Mit dem rechten Stick wechseln wir auf Nacht, nicht wahr? Wechseln dann und nehmen mal einen kleinen Unfall an. Das sollten wir wenigstens hinkriegen. Und so werden wir jetzt weitermachen. Ich werde jetzt keine Zeit mehr vergeuden. Das Spiel kostet jetzt schon zu viel meiner Lebenszeit und eurer. Wir werden jetzt das machen, was wir definitiv machen können, weil wir wissen, was gemeint ist. Und alles, was wir nicht raffen, da werden wir dann einfach normale Sachen grinden, Kontrollen machen und so weiter, bis wir genug Erfahrungspunkte haben, um das dann eben zu überspringen. Das wäre jetzt mein Plan. Okay? So verfahren wir jetzt, damit wir hier nämlich mal vorankommen, weil wir haben jetzt echt 40 Minuten quasi kein Progress gemacht. Wir haben ein paar Enten und so eingesammelt, das gibt auch Erfahrungspunkte, ist okay. Aber wir müssen hier, also ich will das auch nicht ewiglich spielen. Ich will das fertig kriegen, ich will die Main Story erleben, weil das, dafür, ich habe es gekauft und ich will das jetzt sehen. Ich will jetzt sehen, was die sich da noch als Tolles ausdenken. Und So, wir brauchen, was habe ich gesagt, einen kleinen Unfall? Einen kleinen Unfall in der Nachtschicht, okay. Los geht's. Zack. Unfälle, kleiner Unfall, los geht's. Leichter Unfall bei... Jetzt heißt das Ding plötzlich leichter Unfall. Ist ein leichter Unfall ein kleiner Unfall? I don't know. Ich hoffe ja. Steckst du nicht drin, ne? Steige ins Auto. Mache ich. Hans, bist du bereit? Oder du stehst da ja sogar noch. Du hattest gar keinen Bock mehr zu kommen, ne? Na, dann mal los. So, Hans, auf geht's. Lass flitzen. Es hat einen Auffahrunfall gegeben. Ich habe keine Ahnung, wie ich mein Licht anmache. Wagen 1 für Leitstelle. Wir übernehmen das. Ups, wie mache ich denn mein Licht an? Was war das? Ah, nach unten. Okay. Licht ist an, jetzt geht's los. Oh. Upala. Ich habe jetzt gerade ein bisschen gebraucht, den Blinker zu finden. Da bin ich leicht am Ziel vorbeigefahren. So, okay, let's go. Direkt rauf auf die Bahn und Gas geben. Schön mal eine Nachtschicht hatten wir noch gar nicht, ne? Dürfen uns auch mal durch die Nacht huckeln, ist doch auch mal schön. Ich bin der Schrecken, der die Nacht durchflattert, Leute. Ja? Ich bin der Polizist, der dir auf die Spur spuckt. Leitstelle für Wagen 1. Inzwischen wissen wir, dass zwei Fahrzeuge in den Unfall verwickelt sind. Cool. Verstanden. Habt ihr sonst noch was für uns? Das war's für den Moment. Verstanden. Alter, was geht mit der Kamera ab, Mann? Okay, so. Da ist der Unfall, Leute. Und durch hier. Whoop. So. Wollen wir natürlich alles perfekt machen, ne? Fahre zum Zielort. Habe ich gemacht. Jetzt legen wir mal los. Erstmal absichern den ganzen Krams, ne? Weste anziehen, bitte. Und das hier wieder eben durch einen Schritt gezogen, ne? Das ist grün. Grün ist ja mal richtig gut. Uiuiui. Wieder grün? Alter, heute haben wir das aber drauf mit den Pinöpeln da. Vielleicht ist es auch besser geworden. Durch die Patches, ich weiß es nicht. Nee, es ist immer noch genauso beschissen. Es hat viel zu filigran, um das mit einem Controller zu spielen, ne? Also, den Sweet Spot zu treffen, ist quasi echt nicht möglich. Und dann hörst du einfach irgendwann auf, die Sweet Spots zu suchen. Was ist denn los mit mir? Weil es einfach zu lange dauert. Guckt euch das an. Streife ich hier so gemütlich über den Boden, suche grüne Stellen, wo ich mein Pinöpel da abstellen kann. Da ist wieder ein bisschen grün. Es sind noch drei mehr, weißt du? Oh. Da war es gerade grün, aber als ich gedrückt habe, war es dann schon nicht mehr grün. Und schon hast du da keinen Bock mehr drauf. Das ist doch beschissen. Es ist einfach beschissen. Ernsthaft, das macht doch keinen Bock. Das nervt nur ab. Und schon scheiße ich wieder drauf, weil es einfach nur nervt. Wie schwachsinnig. Als ob das irgendwie wichtig wäre, wie diese Pinöpel stehen. So. Okay, dann schauen wir uns mal an, was hier so passiert ist. Eine Person? Bist du alleine?
Ich sehe nur eine Person. Okay, dann gucken wir uns erstmal den Unfall an. Na, was haben wir denn da? Das nehme ich mal als Beweisstück mit. Ja, ein Ast ist da runtergefallen. Neue Dialogoption freigeschaltet. Sehr gut. Haben das könnte nochmal wichtig sein. Was ist das denn? Ich sehe nichts. Cool. Dann machen wir mal noch ein schönes Foto. Sehr schön. Wunderbar. Und dann sprechen wir jetzt mal mit den Beteiligten. Ich mach mal eben vorher die Unfallskizze. Das war mal so ein Thema, wo einer meinte, vielleicht hilft es ja, wenn du vorher die Unfallskizze machst, bevor du mit den Leuten redest, damit das irgendwie besser wird. Ich glaub's zwar nicht, aber wir probieren's mal. Was muss ich denn jetzt? Achso, die Unfallskizze ist fertig. Das Auto hat sich selbst eingetragen. Geil. Das war einfach. So, hallo. Ich grüße Sie. Was ist hier passiert? Ich bin irgendwie ins Schleudern geraten. So, da war ein Ast. Haben Sie den Ast auf der Straße bemerkt? Nein, ist mir nicht aufgefallen. Belassen. Also schön. Haben Sie sonst noch etwas bemerkt? Haben Sie irgendwie vielleicht die Kontrolle verloren? Dazu haben wir bereits Hinweise entdeckt. Sie wissen nicht, weshalb Sie ins Schleudern geraten sind? Ich bin nicht sicher, aber es fühlte sich an, als ob ich über etwas gefahren wäre. Das passt zum Beweisstück, das wir bereits gefunden haben. Ist Ihnen aufgefallen, dass auf der Straße ein großer Ast lag? Nein, ist mir nicht aufgefallen. Na, haben Sie vielleicht etwas Ungewöhnliches bemerkt, bevor Sie ins Schleudern geraten sind? Jetzt, wo Sie sagen... Tatsächlich war da irgendwas, was mein Auto ins Schleudern gebracht hat. Das sieht mir nach der Unfallursache aus. Danke für Ihre Aussage. Ich melde mich, wenn ich weitere Fragen habe. So, jetzt, wir haben ja eigentlich alles gefunden. Ich werde das jetzt beenden. Normalerweise müsste er jetzt ja zufrieden sein, denn es war eindeutig dieser Ast. Und eigentlich ist jetzt alles Knorke, oder nicht? Schauen wir mal. Jetzt fertig? Ja. Ich habe alles, was ich brauche. Was hast du herausgefunden? Ein Ast auf der Straße hat diesen Unfall verursacht. Die Fahrerin hat ihn übersehen, sodass sie beim Überfahren des Hindernisses mit dem Wagen ins Schleudern kam. Gute Arbeit. Da das Hindernis nun aus dem Weg geschafft ist, sollte die Straße wieder sicher sein. Hoffen wir das. Guck mal hier. 1465 Erfahrungspunkte bekommen. Plus einen kleinen Bonus, ne? Der Unfallmultiplikator. Schön. Schön. Kurze Zeit später. Alles aufgeräumt. Wir können weitermachen. Neuer Rang 12. So, ich hoffe, die nächsten Missionen sind jetzt einfacher für den Fortschritt. Beende erfolgreich eine Verfolgungsjagd mit Zivilwagen. Beende eine Straßenreinigung in der Tagesschicht. Ist schon abgeschlossen, warum auch immer. Ich habe keine Ahnung, Mann. Also ich verstehe dieses Game nicht. Ich verstehe es einfach nicht. So, lass mal die Multiplikatoren hier weitermachen. Verfolgungsjagd. Ah, guck mal. Da brauchen wir noch 2005. Also haben wir nicht genug nicht genug Erfahrungspunkte für. Schade. Dann warten wir noch ein bisschen. Teste ein Notruftelefon. Wahrscheinlich, sag ich euch, werden die Dinger auftauchen, weiterhin, diese Notruftelefonsachen, und man muss die dann einfach freikaufen, weil man sie ja nicht mehr lösen kann, weil die Telefone alle gefunden worden sind. Ich sag's euch. Irgend sowas wird passieren. Da ist noch eins. Da ist auch noch eins. Ich würde sagen, dann fahren wir hier hin. Und sammeln sowohl dieses Ding ein, als auch das Notruftelefon. Dann haben wir die Mission schon mal abgeschlossen. Jetzt geht's voran, Leute. Jetzt gehen wir wieder Gas. Jetzt habe ich wieder Fokus und bin auch wieder motiviert, weißt du? Jetzt geht's wieder. Okay? Das Schlimmste ist durch. Ich weiß halt nicht, ob das clever ist, diese ganzen Collectibles jetzt einzusammeln, aber wir machen's jetzt einfach mal. So, hier ist nochmal wieder so ein Ding. Da haben wir jetzt ja schon echt zahlreiche von eingesammelt. Türen sind blockiert. Klar, sind die das? Jetzt vielleicht? Oh. Jetzt. Hans, bitte stell dich jetzt nicht auf das Ding, ich will das einsammeln, ja? Dankeschön. Das räumt wohl sonst keiner weg. Immer diese Leute, dann lassen ihn direkt da auf der Straße rumliegen, ich finde das nicht in Ordnung. So, Hans, weiter geht's. Kamera dreht sich mal nach vorne, ich halt direkt gegen, wunderbar, das klappt. Wenn man direkt gegenhält, läuft's. Du musst einfach selber die Kamera an der Hand nehmen, dann läuft die Kiste auch. So, und da ist gleich die nächste Säule. Und bremsen. Uppala. Ich will ja ohne Licht rum. Geht gar nicht. Dass Hans auch immer mit aussteigt. So. Ja, komm, wir testen das zusammen. Ich schaff das nicht alleine. Los geht's. Hier spricht die Polizei. Wie kann ich Ihnen helfen? Hier ist Wagen 1. Auf unserer Fahrt durch die Berge haben wir die Notrufsäule hier gesehen. Hier ist euer Testanruf. Sehr gut. Und hier haben wir uns etwas Sorgen gemacht.
Wir dachten schon, sie wäre beim letzten Steinschlag beschädigt worden. Wurde sie zum Glück nicht. Steinschlag. Hier ist alles in Ordnung. Bis später dann. Als ob, Alter. Okay, so. Und was müssen wir noch machen? Beende erfolgreich eine Verfolgungsjagd mit dem Zivilwagen. Okay, wir bleiben mal schön in der Nachtschicht. Haben wir noch nicht gemacht, deswegen lass uns mal eben... Ich teleportiere mich jetzt natürlich, ne? Ich habe keinen Bock, das jetzt immer durch die Gegend zu fahren. Wir teleportieren uns eben zur Wache, wenn ich sie finde, da. Bam, badadam, bam, bam, badadam, bam, bam. Und dann machen wir eine schöne Verfolgungsjagd im Zivilwagen. Freue mich schon. So, eben raus hier aus der Karre. Steigt man eben aus. Oh, ich habe noch meine Polizeiweste an. Die sollte ich vielleicht in den Kofferraum packen. Nein? Junge, Junge, Junge. So. Ach komm, lass auf, das Scheißding. So, komm. Wir fahren ja eh gleich nicht damit. Da kam ein bisschen frische Luft in die Karre rein, ne? Ist ja nicht verkehrt. So. Da kommt das Räuspern, Leute. Vom ganzen Reden. Ich merk's wieder. Corona kickt wieder rein. Die Reste sind noch da. So, erstmal auf Zivil wechseln. Ne? Wir wollen ja dann, wenn auch, in Zivil im Auto sitzen. So, schön. Na, Leute, alles gut bei euch, ne? Zur Verfolgungsjagd. Let's go. Schwierigkeit. Kann ich das schon umschalten? Schwierigkeit 2 geht erst ab Rang 15. Bin ich nicht schon Rang 15? Ne. Let's go. Du. Steig ins Auto. Machen wir. Diese Multiplikatoren für die Standardaufgaben sind auf jeden Fall wichtig. Also das müssen wir weitermachen, weil wir werden in naher Zukunft wahrscheinlich noch weiter sehr viel grinden müssen. Und da ist das dann schon sinnvoll, wenn es dadurch ein bisschen schneller geht. Ja, muss man ganz klar sagen. So. An alle Einheiten. Ich brauche jemanden, der einen gestohlenen Wagen verfolgen kann. Wagen 1 für Leitstelle. Wir übernehmen das. Wir übernehmen den Fall. So, los geht's. Scheiß auf rote Ampeln. Die gelten für uns ja nicht. Wir sind die Polizei. Die Polizup, ne? So, und los. Düpp, 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 düpp. Oh, einmal auf der andere Seite. Schön. So, dann huckeln wir uns da mal eben rüber. Oh. Früher gab es auch noch Schaden beim Auto, ne, wenn man irgendwo gegengeballert ist. Und wenn man zu viel Schaden bekommen hat, ist die Mission gescheitert. Ich frage mich, warum es das diesmal nicht gibt. Vielleicht haben sie selber gemerkt, dass sich die Scheiße nicht steuern lässt. Also kein, weißt du, die Sache ist ja die, ne? Ich habe hier halt echt einen üblen, krassen Mega-Rechner. Und du musst dir ja vorstellen, der normale Otto, vor allen Dingen die Leute, die sich so eine Games kaufen, sind in der Regel nicht die eingefleischten Hardcore-Gamer. Das ist nun mal so, ja? Und die haben dann in der Regel eher so Office-Rechner. Ja, das ist vielleicht vom Papa, der Office-PC, und dann wird das da auf dem Office-PC drauf geknallt, ne? Und hier auf meinem NASA-Rechner läuft das ja schon wie Scheiße. Wie sieht denn das dann aus, wenn ich bei Papa auf dem Office-PC, der eigentlich nur dafür da ist, das Internet zu öffnen und ein bisschen Word zu machen, dieses Game draufschmeiße, ne? Das ist wahrscheinlich noch krasser am Huckeln und nicht steuerbar, dass sie sich gleich gesagt haben, nee, komm, lass mal den Schaden rausnehmen, das ist sonst zu frustrierend, ja? Weil die müssen ihr Spiel ja selber mal angemacht haben. Und das läuft ja, es muss ja überall Scheiße laufen, weißt du? Halte über die Matrix das Fahrzeug an. Machen wir. Und da frage ich mich halt so, wie kann ich als Entwickler dieses Game selber mal starten, das hier sehen, was ich da gemacht habe und es trotzdem veröffentlichen. Wagen 1 für Leitstelle. Wir melden ein Fahrzeug, das vor uns flieht. Nehmen die Verfolgung auf. Verstanden, cool. Wagen 1. Gebt uns das Kennzeichen durch. Wir prüfen im System, ob uns dazu etwas vorliegt. Kommt sofort. Leitstelle für Wagen 1. Wir haben nichts über das Fahrzeug. Jetzt seid ihr am Zug. Seid aber bitte vorsichtig. Wir finden schon raus, was da los ist. Wir geben alles. Jetzt kommt hier richtig mal die Action-Musik wieder. Oh! Oh, wir haben Unbeteiligte mit reingenommen. Jetzt mache ich hier die Action am Start, Leute. Halten Sie den Wagen an! Sofort! Bisschen ausbremsen. Oh, oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ah. Neuer Rang. Ich stelle Sie unter Arrest, weil Sie sich der Polizei widersetzt haben und mit Ihrem Fahrzeug geflohen sind. Sie haben mich bedrängt! Und jetzt nehmen Sie mich auch noch dafür fest?
Yep, so ist das. So machen wir das hier bei der Autobahnpolizei, ne? Passiert noch was? Ja, wunderbar. Und renn mit dir. Kopf einziehen, bitte. Wir fahren jetzt schön zurück auf der Wache, ja? Wieder wütend. Guck der Mann, er richtig, richtig schlecht drauf. So, Rang 13 ist erreicht. Schön. Jetzt bringen wir den kurz zurück, ne? Hilft von nix. Und dann gucken wir mal, was wir als nächstes machen müssen für Rang 14. Ich denke mal, nächste Folge schaffen wir dann Rang 15 auch schon. Das geht ja relativ zügig, wenn man weiß, was man machen muss, ne? Insofern sollte das ratzifatzi gehen. Und ja, dann gucken wir mal, was uns in der nächsten Main-Mission erwartet. Ich hoffe, es gibt nicht allzu viele davon, weil ich bin doch froh, wenn es hier irgendwann endet, weil ihr seht ja, ich bin eigentlich nur am Meckern. Eigentlich bin ich nur am Meckern. Also es ist nicht mal cringe lustig gut, es ist einfach nur eine Qual, dieses Game. Aber ich möchte, dass ihr das seht und ich möchte, dass ihr wisst, dass man sowas nicht unterstützen darf. Und deswegen mein Appell weiterhin an euch, kauft es nicht. Kauft auch nicht den Autobahn-Polizeisimulator 2. Der ist zwar ein bisschen witziger, aber ist auch Müll, weißt du? Kauft euch, wenn es unbedingt sowas sein soll, dann halt ein gutes Game. Hier dieses Police Patrol oder so, das ist wohl ganz gut. Das kommt auch nochmal irgendwann auf meinem Kanal. Ja, aber wenn wir hier durch sind, brauche ich erstmal Pause von Polizei. Ich habe schon was Entspanntes, Zen-mäßiges, weil das hat mich so aufgeregt hier. Mein Puls, der geht echt hoch. Ich habe schon was Zen-mäßiges, was wir uns hier nachgönnen, aber ich sag noch nicht, wann das ist, ne? Aber es ist schon in den Startlöchern und da freue ich mich tatsächlich sogar schon drauf. Aber ja, jetzt bringen wir erstmal das hier hinter uns, ne? Wir wollen doch die Raser noch stoppen. Muss doch gestoppt werden, die Raser. So. Oh, oh, oh. So. So und so. Polizei. Wie viele Erfahrungspunkte gibt das jetzt? Komm, ich kann ein paar gebrauchen. 300, Alter, was? Das ist ja nix. Das ist ja nix. Das ist ja gar nix. Heftige Scheiße, okay. Ja gut, da muss man ja doch ganz schön grinden. So, was müssen wir jetzt machen? Fotografiere ein Wahrzeichen. Erlange 2 Geständnisse bei einem Unfall. Erwerbe ein neues Item aus dem Tech Tree. Ein neues Item aus dem Tech Tree. Okay, das machen wir ja gleich sowieso. Fotografiere ein Wahrzeichen. Das sollte machbar sein. Ich würde sagen, wir gehen menümäßig dann jetzt mal wieder auf Tag. So. Schauen wir mal. Noch ein paar Wahrzeichen gibt's ja. Habe ich auf der Karte denn noch eins, was wir sehen können? Da, da ist eins. Guck mal. Da ist eins, das heißt, wir müssen am besten, ja, hier starten wir und fahren dann einfach rückwärts beim Fick geben, okay? So machen wir das. So machen wir das. Komm, wir sind mit dem Zivilfahrzeug natürlich unterwegs, ganz klar. So. Schnellreise bitte. Reisen wir mal hier hin. Und fahren dann da einfach rückwärts raus, ne? Du, das merkt doch keiner. Wir sind Polizei, wir dürfen das. Wir dürfen das. Dü, dü. Erlernbare Fähigkeiten, Autorität und Empathie. Damit können wir wahrscheinlich noch schneller ein Geständnis rauskriegen. Ist vielleicht auch nicht verkehrt. Leute zieren sich ja immer ein bisschen. So, Achtung, das macht man jetzt natürlich normalerweise nicht. So, aber wir dürfen das. Wir dürfen das. So, nächstes Wahrzeichen fotografieren. Ups, komm, aussteigen bitte. So. Was mag es denn sein? Dieser Baum? Nein. Dieser LKW wird es auch nicht sein. Ach, da. Der hat Zirkusgedönse. Näher ran? Nee, weiter weg. Höher, höher, höher. Aha, interessant. Egal. So, 12 von 15 Wahrzeichen. Wir sind ja schon relativ gut am Komplettieren, muss ich ja sagen, ne? So, okay, dann haben wir das. Was haben wir noch? Erlange 2 Geständnisse bei einem Unfall. Na, das wird lustig. Und erwerbe ein neues Item im Tech Tree. Wenn wir gleich 2 Unfälle machen, dann sollten wir relativ schnell auch genug Erfahrungspunkte haben für den Tech Tree. So. Das Gute ist, bei Unfällen haben wir den Multiplikator. Das ist gut. Dann gehen wir erstmal zur Wache. Ich starte da gleich einen Unfall und dann, ja,
geht's los. Meine Lieben, ich bedanke mich aber jetzt erstmal bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Herr Hannes am Krien, ihr wisst, was das bedeutet. Und wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst bitte entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.